Kein Problem für den Brösler. Leicht verdientes Geld. Triumph! Hey, Kumpel! War das Steak gut? Ich weiß ja, du bist gerade erst aus einem Baum gefallen, aber da findet ein Tempoduell statt und ich... Hätte ich auch nicht besser sagen können. Los geht's! Ich habe heute schon Merkwürdigeres gesehen. Oh, beachte uns gar nicht! Wir halten uns nur in Form. Es ist mein Tag. Mein Name ist Larry. Das ist Kyle. Graham. Wissen wir. Wir haben dich beobachtet. Wir finden, du hast Potenzial. Wir unterstützen dich. Danke. Keine Ursache. Wir sind für dich da. Wenn du uns brauchst, ruf einfach. So. Hey. Viel Glück bei den Duellen. Das Tempoduell. Im Moment rast nur mein Herz. Wie sollte ich aus dieser Nummer wieder rauskommen? Nimm das! Graham. Der Sieg ist mein. Nimm das, Gideon. Ah! Whisper flieht vor Gefahr. Meine Rüstung muss makellos bleiben. Zweige. Kopf einziehen, Jermaine. Sherry, ich sehe nichts. Die Mähne siegt. Nach links. Links. Nach rechts. Alles klar. Nach rechts. Hab dich. Links. Hab dich. Nach links. Alles klar. Suchst du dafür Tricks? Ich wette, ihr gewinnt das Rennen nicht. Während ihr der Garde eure Legenden erzählt. Was? Hey, Whisper schafft das! Die Flammen loderten vor meinen Augen. Sehr gut, Graham! Was? Hey, Whisper schafft das! Whisper! Ich wette, ihr gewinnt nicht. Rückwärts! Whisper schafft das! Addendum 2.5 besagt noch eine Runde! Ihr gewinnt nicht.
auf euren Händen stehend. Whisper schafft das. Ah! Whisper bereut seine Entscheidung. Sehr gut, Graham. Wie gesagt, Beintraining. Whisper, ich wette, ihr gewinnt nicht. Rückwärts. Whisper schafft das. Au, 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 au. So hilft mir doch jemand. Au, au, au. Wir schaffen das, Graham. Schau zurück auf dein Spiegelbild. Whisper, ich wette, ihr gewinnt nicht. Während ihr der Garde eure Legenden erzählt. Whisper schafft das. Endlich zeigte sich das Elfenbeinmonster und fletscht. Was? Hey, Whisper schafft das. Komm zurück, Whisper. Bitte erzählt uns eine Geschichte. So Danke. Geht das, Graham. Oh, meintest du, Graham? Oh, wir wussten, du schaffst es. Gut, Graham. Meine Allianz mit Manny schien zu fruchten. Er besiegte Acorn problemlos im Tempoduell und Whisper im Kraftduell. Ich ging zur Arena, um im finalen Scharfsinnsduell gegen meinen Freund anzutreten. Weint ihr etwa? Was? Nein, Whisper. Whisper schafft es nicht. Es tut mir leid, Graham, aber unter meiner Mähne der Vortrefflichkeit steckt ein Kerl, der vor allem, allen davonläuft. Ich muss einfach fragen. Bitte keine Fragen. Ich weiß nicht, ob du meine Antwort durch die Tränen hören könntest. Du hättest verlieren können. Whisper ist kein Verlierer, aber alle denken das. Sogar Whispers Mama hat sie nach dem Rennen selbst gesagt. Kopf hoch, Whisper. Alles geschmeidig. Ich vermisse dich. Ein Autogramm? Du bist noch Whispers Fan? Ich soll für immer dein Nachtschränkchen zieren. Tja, seine Fans enttäuscht man nicht. Hier, bitte. Für meinen Fan, Graham. Ja? Such stets das Abenteuer, dein Whisper. Danke, das habe ich gebraucht. Hallo, Graham. Ich muss einfach fragen. Habt ihr Spezialschuhe, mit denen man schneller ist? Aber ja, sie heißen Füße. Oder auch Treter, wie du willst. Stammt ihr aus einer großen Familie? Whisper ist der jüngste von 12 Brüdern. Er sprach von sich in der dritten Person, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Und konnte nicht mehr aufhören. Wer gab euch den Spitznamen Whisper? Es heißt Whisper,
Betonung auf Speer. Oh, also wieso der Spitzname Wee Speer? Whisper. Befolgt ihr eine bestimmte Diät, um so behende zu sein? Oh ja, das tue ich. Und was? Eine selbst kreierte Mixtur aus allem erdenklich Guten, die am Fuße eines Regenbogens geröstet wird. Ganz simpel. Kann ich was haben? Fangen wir mit dem Beintraining an. Habt ihr auch mal Angst? Vor? Irgendwas. Falls es dir vorhin noch nicht aufgefallen ist, Whisper rennt so schnell, weil Whisper hat Angst vor allem. Warum tragt ihr einen Umhang? Ich finde ihn luftig und er verleiht meinen Schritten den richtigen Schwung. Und du? Ich mag Taschen. Habt ihr Spezialschuhe, mit denen man schneller ist? Aber ja, sie heißen Füße. Oder auch Treter, wie du willst. Hey, Whisper, könnt ihr mir helfen, einen Frosch zu fangen? Whisper schafft das. Dieses Paar keine Chance. Alles für einen Fan, Freund. Hey, ich dachte, ich schnappe etwas frische Luft und arbeite an meinem Dolch. Wie in aller Welt kann man denn einfach so euer Bett stehlen? Wie soll das gehen? Du bist ja ein Schlaukopf. Wenn ich das wüsste, hätte ich es wohl kaum zugelassen. Falls ich nicht gerade so laut schnarche, wie der olle Brösler Bäume zersägt, hätte ich den Dieb hören müssen. Und? Wie schlage ich mich bisher in Daventry? Ich hätte dich fast in die Schublade dieser rehäugigen Rekruten gesteckt, die es nie zu was bringen. Aber du hast mich vom Gegenteil überzeugt. Du hast dich mit dem Drachen angelegt und überlebt. Und leider kann ich dich nicht in die Wetzelwolf-Wache aufnehmen. Wir können uns keine nachlässigen Wachen leisten. Auf bald! Wie sage ich immer? Den Mutigen gehört die Welt! Ich brauche eine größere Backform. Mein Festtagskuchen ist... Oh, ihr seht zum Knuddeln aus. Das riecht lecker. Wieso? Hey, ich dachte, ich schnappe etwas frische Luft und arbeite an meinem Dolch. Auf bald! Wie sage ich immer? Den Mutigen gehört die Welt. Behalte deine Münze, Kleiner. Damit läuft der Brösler keine halbe Sekunde. Wenty! Ich lechze nach einer Pasta. Ja, gib schon her, Junge. Oh, genau das hat gefehlt. Hervorragend. Dank dir ist unser Zahnweißtrank jetzt fertig. Und versprochen ist versprochen. Hier ist eine Kostprobe. Brauchst du irgendwas in einer anderen Farbe, um aus der Masse hervorzustechen? Nutze es weise, Schatz. Da drin ist nur eine Dosis.
Ich hoffe, das schmeckt dir, Prinzessin Madeline von Avalon. Die Spannung zwischen der Brückentrollgilde und der königlichen Garde war noch nie so hoch. Wir müssen eine Einigung erreichen. Ihr Brücken müsst euch wieder bücken und uns eure Forderungen nennen. Wir wollen, dass ihr mit Bedacht über unsere Rücken geht. Zollt den Riesen Respekt, die euch auf ihren Schultern tragen. Es ist keine Zeit für weitere Meinungen. Diese Brücken müssen den Dienst wieder aufnehmen. Tja, und wir wollen, dass ihr Ruhe gebt und wieder an die Arbeit geht. Für mich? Oh, es fühlt sich an, als würde ich auf Wolken wandeln. Und diese Handarbeit. Kannst du ein paar für jeden königlichen Gardisten bestellen? Sieht weich und flauschig aus, ja. Aber das steht doch nicht im Mandat. Ich könnte ein Addendum aufsetzen. Wir könnten wie gewohnt mit gespitzten Stiefeln marschieren, doch die Socken würden euch schützen. Das wäre ja ganz hervorragend. Ein Kompromiss, mit dem alle Seiten leben können. Genau das solltet ihr tun. Danke, Graham. Das wird dir die Gilde nie vergessen. Bis zum nächsten Treffen. Die neuen Socken besänftigten die Gardisten. Es war ein Schritt in die richtige Richtung, ja. Da bin ich aber froh. Auch die Trolle waren ganz von den Socken. Willkommen, mein Freund, beim finalen Scharfsinnsduell. Besser gesagt, der Taschenausgabe. Budgetkürzungen oder sowas. Aber sieh dich um, lass alles auf dich wirken. Wir haben schon gewonnen. Unsere Allianz garantiert uns einen Platz an König Edwards Hof. Wie soll das funktionieren? Eins noch, bevor wir zu den Regeln kommen. Während dieses Spiel die Vorstellungskraft mancher übersteigt, finde ich es eher simpel und brauche eine zusätzliche Herausforderung. Gardisten, den Rosinensaft bitte. Das ist mein Lieblingsspiel, auch wenn ich es lange nicht gespielt habe. Weißt du, was Hypnosepulver ist? Wenn du daran nippst, musst du alles tun, was ich dir sage. Und natürlich auch umgekehrt. Und rein mit dem Pulver. Nummer 2, wenn ihr so freundlich wärt. Ich nehme den hier. Oh, das war wohl ein Volltreffer. Und jetzt spielen wir. Das Ziel ist, die gegnerische Figur mit einem Pfeil zu treffen, indem man diese Figuren auf dem Brett bewegt. Deine Figur feuert nach deinem Zug einen Pfeil. Ich beginne. Wenn ich diesen Schild bewege, prallt der Pfeil von den Schilden ab und fliegt über das Brett. Jetzt bist du dran, Graham. Ich will ja nicht wie ein Gardist klingen, aber als zusätzliche Regel kann man keinen Schild bewegen, den der Gegner im vorherigen Zug bewegt hat. Bewege den linken unteren Schild zu deiner linken. Ich bin so froh, dass wir zwei im Schloss arbeiten werden, Graham. Und wenn ich je König werde, bist du ein ausgezeichneter Berater. Ich bewege diesen hier. Und dann müssen sie alle akzeptieren, dass nur die inneren Werte zählen. Addendum! Du kannst deine Figur bewegen und drehen, um die Richtung des Schusses zu ändern. Drehst du deinen Bauern bitte im Uhrzeigersinn? Der Pfeil fliegt immer in die Richtung, in die du blickst. Ich hoffe, du siehst, wie viel Planung für all das notwendig war. Ich drehe einfach diesen Schild. Das Hypnosepulver scheint schwächer zu werden.
Mach irgendeinen Zug, den du möchtest. Völlig egal jetzt. Meine Intelligenz war wohl klar überlegen. Garde! Garde! Ich hab gewonnen! Seht euch das Siegerbrett an! Wir müssen etwas tun. Graham verliert gleich. Aber... ihr alle wisst, ich hab gewonnen. Entschuldigt, Sir, aber Dekret 3214 besagt ausdrücklich, dass sämtliche Kampferfolge von einem Gardisten bezeugt, der Turnierliste für die Nachwelt festgehalten zu werden. Leider wurde das Brett manipuliert, bevor die Beglaubigung erfolgen konnte. Daher ist der Sieg ungültig und eine neue Runde wird angesetzt. Es tut uns außerordentlich leid, aber ihr habt die erneute Chance auf den Sieg. Ihr seid absolut lächerlich als Gardisten. Aber was soll's? Nur eine kurze Verzögerung auf dem Weg zum Retter. Ich schlage dich jederzeit erneut, wenn du willst. Vielleicht kann man dem Becher irgendwie folgen. Die Kelche standen hinter Manny. Wie konnte ich sein kleines Spiel überlisten? Die Kelche standen hinter Manny. Wie konnte ich sein kleines Spiel überlisten? Schon wieder da? Rosinensaft! Kommt dir das bekannt vor? Hypnosepulver. Und mischen. Und jetzt wählst du. Ich nehme den hier. Ah, exzellente Wahl. Das war mein letztes Hypnosepulver. Und jetzt spielen wir. Ich wünschte, ich hätte noch andere Pulver, um dieses Spiel interessanter zu machen. Ich hatte heute schon genug Zauberpulver. Geschafft! Geschafft! Gardisten, ich bin bereit für Dekret 3214.6,5. Ich glaube, es war Dekret 1.21. Wir wussten, du schaffst es. Du bist raus aus der Allianz. Ich kann nicht gegen dich verlieren. Wie wär's mit noch einer Herausforderung? Bisher hatten wir nur ein Scharfsinnsduell. Ein echter Gentleman würde auch ein Kraftduell gewinnen. Graham, nimm das! Nimm die da! Hier!
Okay, noch eine Herausforderung. Wie gut bist du in einem Tempoduell? Nein, Manny. Es ist vorbei. Wie die Schlacht nicht immer von den Starken und das Rennen nicht immer von den Schnellen gewonnen wird, so scheitern auch manchmal die Schlauen. Und jetzt bin ich an der Reihe. Komm schon, Graham. Ein Duell noch für Achaka. Tu es für die hungernden Duktichianer. Moment. Vorher waren es noch die Juckmichianer. Sag mal, was genau ist eigentlich dein Plan? Ich glaube nämlich fast... Tempo-Duell! Nein, Graham, er ist es nicht wert. Nach dem Brückenstreik konnten die Läden wieder beliefert werden. Der Handel kam wieder in Fahrt. Die Wetzelwölfe ließen die Stadt in Ruhe und zogen gen Norden. Auch die Gardisten setzten ihre Schritte von nun an etwas vorsichtiger. Und obwohl ich kein Wetzelabzeichen hatte, war es alles in allem trotzdem ein ziemlich guter erster Tag in Daventry. Das war Wahnsinn! Du standst einem Drachen gegenüber. Du hast seltsame Freunde gefunden, hast dich duelliert. Ich fass es nicht. Was denn? Bei so viel Stress kriegt man da nicht einen Ritterschlag? Sag mal, war das dein erstes Wortspiel? Ich glaube schon. Ich weiß nicht, ob ich darauf stolz sein sollte. Sie werden so schnell erwachsen. Das Turnier! Es fängt gleich an. Dann solltest du langsam los, junge Dame. Viel Glück und beherzige meinen Rat. Beweise im Duell Geschick. Danke, Opa. Du warst immer ein guter Lehrer. Wirst du zusehen? Aber ja. Ich bin gleich unten. Sekunde. Hoffentlich hast du auch geübt, Gwendolyn. Nein, hab nur Geschichten gehört. Das hast du alles aus Großvaters Geschichten? Es war eine spektakuläre Geschichte. Vielleicht hat sein Geschwafel ja doch einen Sinn. Kinder! Kinder! Kommt schnell, es ist euer Großvater.